Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Schalke 04. Yo, Europa League Zwischenrunde sicher gemacht. 3-1 Sieg in Anderlecht im buntem Schneetreiben. Jetzt geht's auf in die Bayer Arena nach Leverkusen. Wir sind zu Gast bei Bayer 04 und ich würde sagen, ohne groß zu schwafeln, starten wir gleich mal rein. Ich habe mir noch gar nicht so richtig eine Aufstellung überlegt dafür. Ich denke mal, wir werden im Gegensatz zum Bayern-Spiel nicht sonderlich viel verändern. So, das ist also Leverkusen Heimtrikot, dieses rot-schwarze, echt. Aber ich denke, ja doch, spielen wir am besten in weiß, das passt dann am besten dazu. Was haben wir für ein Wetter? Gestöber, na super. Also es wird Winter in Deutschland, wir haben auch schon den 30. November hier im Spiel. Und daher müssen wir damit leben, ist auch relativ realistisch. So, Heuberg ist ein bisschen müde, Goretzka ebenfalls, hat er auch gespielt. So, Sané lässt sich ein heute für Choupo-Moting, oder? Doch, ja, ja, klar. Hüntela vorne drin. Di Santo hat einen recht guten Job gemacht. Angelo ist im Formtief. Für ihn mit auf die Bank kommt dann Sead Kolasinac. Höger dafür natürlich mit dabei. Di Santo, Choupo-Moting als Sturmoption. Goretzka, Höger als Flügeloption. Matip ist auch recht fit. Nastasic, Ogo, ja, alle dabei. Fährmann sowieso im Form hoch. Geis rückt wieder rein für Goretzka. Heuberg hat jetzt gute Jobs gemacht. Gutes Spiel gemacht. Vadio war eher schwach zuletzt. Und daher würde ich sagen, schlafen wir nicht lange weiter, starten hinein in die Partie gegen Bayer für Leverkusen, gegen Hakan Çalhanoğlu. Und zum Beispiel auch als Ex-Schalker Kyriakos Papadopoulos. So, natürlich nochmal ein bisschen ein kleines Sorry für diese etwas unprofessionelle Kommentieren am Beginn der letzten Folge, aber ja, kann ja immer passieren, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Heute bin ich schon besser vorbereitet, ist ja auch nur ein Tag danach, die Aufnahme hier. So, ziehen wir das noch fix durch. So, jetzt Richtung Tor ziehen oder? Nö, einfach so. Fertig. Haben wir die mal hier erledigt, diese Aufgabe eben. Jo, Bronze. Okay. Auf geht's! Na toll. Wieder mal Schneegestöber, aber was soll's. Die Bayer Arena ist tief eingenommen vom Schnee. Wird also wieder kein tolles Spiel werden. Aber wir freuen uns auf diese Bundesliga-Partie. Wir schauen mal gleich auf die Tabelle. Richtige Kommentatoren sind auch wieder eingeblendet. Zumindest was das Einblenden von Toren geht. Und Leverkusen sind momentan auf Platz 3 mit 30 Punkten, also dick drin im Meisterschaftsrennen. Gladbach aber überrascht natürlich ganz klar hier am 14. Spieltag. 37 Punkte bereits, Bayern nur 33. Sind also 4 Punkte vor die die Gladbacher. Da haben die Bayern dran zu knappern, dass sie gegen uns verloren haben. Und die Spieler im Fokus, Stefan Kießling und Max Meyer. 4 Tore in den letzten 3 Pflichtspielen. Das ist schon recht gut. Kießling 7 Tore in der bisherigen Bundesliga, glaube ich, oder Dritter in der Bundesliga, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann haben wir die Schalker Aufstellung hier in weiß-himmelblauen Shirts. Und da kommt die Aufstellung der Leverkusener. Bernd Leno natürlich im Tor, dann Donati, Papadopoulos, Tah und Wendel in der Viererkette. Kramer, Bender vor der Abwehr, Kampel und Brandt auf den Flügeln. Çalhanoğlu hinter der einzigen Spitze, Stefan Kießling. Da haben wir die Leverkusener Kurve und dann haben wir jetzt noch die Aufstellung der Schalker im Blick. Die stammen Formation eigentlich schlechthin in den letzten erfolgreichen Spiele. Ausgenommen mal das Europa League Spiel, wo wir einige geschont haben. Ihr habt es gesehen, ich lese jetzt nicht nochmal im Einzelnen vor. Wir haben es immer nochmal vernünftig aufgelistet natürlich. Und da haben wir einen Ex-Schalker. Kyriakos Papadopoulos. Letzte Saison noch ausgeliehen von Schalke. Jetzt fest verpflichtet von Leverkusen. Und immer mal wieder den Blick nach hinten auf den Monitor werfen, denn ihr wisst, ein Spiel, bei 2-1 Spiel muss ich nachkommentieren, weil einfach mal Auto die gar nichts mehr aufgenommen hatte. Deswegen immer mal wieder der Blick nach hinten. So, auf geht's also. Anpfiff in der Bayer Arena. Leverkusen gegen Schalke. Kampel. Donati. Kampel. Donati. Flankt da manchmal. Fährmann ist da. Geht aber mit auf Nummer sicher und fäustet den Ball weg. Sané kann den Ball im Spiel halten. So, Kaysara. Oh, gefährlich. Schalke mit Flachpass, mit Flachpässen hinten rum. Aogo, gut gelöst. Und kann Kostic auf die Reise schicken. Philipp Kostic. In der Mitte lauert schon. Larsen Hünteler. Kostic kommt nicht zum Flanken. Kampel läuft ihn gut ab. Schade. Erste gute Möglichkeit nach vorn für den FC Schalke 04. Wendel. Sané ist da. Wendel kommt auch irgendwie vorbei mit Dribbling. Ich habe es beim letzten Mal schon thematisiert. Filigrane Technik und Tempo-Dribbling sind hier nicht möglich bei dem Boden.
sehr unsicherer Stand. Der Spieler Kostic, keiner auf den Außen. Ja, gute Übersicht, Nastasic. Kaysara. Sané. Gutes Auge für Hannes Geis. Geis mit dem Pass auf den langen Pfosten. Versucht zu Mendes. Es gibt den Elfmeter für Schalke hier. Foul an Johannes Geis von Lars Bender. Da sieht die gelbe Karte auch gleich. Da hat der Schiri sofort entschieden nach dem Passversuch von Johannes Geis. 11. Minute, Elfmeter für Schalke. Wir schauen nochmal drauf. Der Kapitän mit dem Foul. Die Grätsche kam. Habe ich nicht drauf geachtet. Hier, da kommt der Pass und dann kommt die Grätsche. Der Ball ist weg. Ja, doch, natürlich. Da muss man den Elfmeter klar geben. Frühe Möglichkeit für Schalke, also zu gehen. Für den Goalgetter natürlich schlechthin. Klaas-Jan Hünteler. Sicher verwandelt. 1-0 Schalke nach 14 Minuten. Mit Greis und Schalke haben wieder einen Grund zum Jubeln. Und Schalke schließt an die Euroleague-Plätze damit. Ist immer noch 12 Punkte hinter Leverkusen, beziehungsweise jetzt 9. Aber man schließt erstmal auf die Euroleague-Plätze an. Das ist wichtig nach dem verkorksten Saisonstart. Sicher verwandelt von Hünteler mit der Innenseite, oben links, wie zuletzt auch Di Santo. Und das war dann Klaas-Jan Hüntelers 8. Saisontor. Kampel. Donati, versucht's mal. Bender. Gutes Auge für Donati. Donati gegen Hövedis. Donati Flanke kommt und Fährmann. Sicher. Und Heuberg. Kostic. Schickt mal Meier auf die Reise. Der Ball läuft doch relativ gut hier. Meier zu Hünteler. Nee. Kramer. Passt auf. Bender. Wieder Donati. Lars Bender. Klasse von Dennis Aogo, die Grätsche. Also er hat gemerkt, wir haben Interesse an Jonas Hector, beziehungsweise allgemein an den Linksverteidiger. Und Aogo bemüht sich hier wirklich. Trotzdem habe ich immer noch großes Interesse an Hector. Also sei es drum. Und hier der Vielpasser von Wendell Meier hat den Ball. Kostic. Immer noch Kostic. Kostic, schießt mal! Leno sicher. Ja, richtige Option hier mal, abzuziehen. Meier kriegt doch, vielleicht kriegt er den Freistoß, er gibt keinen Vorteil. Hören wir das hier, kurzärmlich heute, na Mensch. Heuberg. Heuberg, kein Foul da an denen, jetzt die Kontermöglichkeit über Kampel, der schickt Kießling, der ist da völlig blank. Hermann Kießling hat Probleme bei der Annahme, jetzt hat er ihn sicher. Kießling, Aogo läuft, lässt ihn auflaufen und gibt den Freistoß für Leverkusen. Und das gibt, glaube ich, auch die gelbe Karte für den ehemaligen Nationalspieler und Hamburger. Dennis Aogo. Nee, gab keine gelbe Karte. Und das ist schon eine recht gute Position für Hakan Çalhanoğlu. Mauer der Schalker postiert sich mit Meier, mit Kostic, mit Hünteler. Der Reihe nach sortiert, der Größe nach. Und Freistoß Çalhanoğlu. Der ist nicht schlecht. Aber geht am Ende doch weit übers Tor. Ja, dreht sich gut, aber ja, wie gesagt, weit am Ende übers Tor. Çalhanoğlu. Efe hat gestimmt. Die Richtung noch nicht ganz. Hören wir das. Kaysara. Meier. Nimmt Sané mit. Leroy Sané. Immer noch Sané. Sané mit dem Abschluss. Leno. Tag klärt. Geis mit dem Kopfball-Sieger da im Mittelfeld. Papadopoulos. Leverkusen kann sich noch nicht richtig entfalten. Kommen mit dem Boden hier noch nicht ganz so klar wie Schalke. Wie das hier durchaus von der Europa League diese Woche gewohnt waren. Geis, klasse dazwischen. Sané. Und wieder hinten rum aufbauen. Kaysara. Nastasic nimmt Aogo mit. Geis wieder Nastasic. Schalke lässt den Ball hier auf diesem Untergrund doch kurz gut laufen. Sané. Hünteler. Jawohl, gut abgewartet, dass Sané kommt. Der umläuft auch. Leroy Sané. Pass in die Mitte. Meier hat gelauert. Wie so oft eine in der 10er-Rolle. Brandt jetzt. Und da kommt das taktische Foul.
von Junior Caissara. Gibt aber keine Karte, hat er Glück. Normalerweise müsste das mit Gelb geahndet werden, das Ding hier. Kurz vor der Pause jetzt. 40. Minute. Freistoß Wendell. Hövedes. Gute Übersicht von Hövedes. Aogo. Kostic. Kostic steckt durch zu Heuberg. Pierre-Emil Heuberg. Schade. Pass kommt an. Spielen musste er. Und hat den Ball verloren. Klasse von Kostic dazwischen. Hövedes. Gut und souverän. Caissara aber mit dem Fehler bei der Ballannahme. Jetzt Leverkusen nochmal. Lars Bender. Kiesling. Brandt. Julian Brandt jetzt über links. Muss abwarten. Wendell kommt. Wendell wird gedoppelt gleich mal. Kann aber noch auf den Brandt spielen. Brandt nimmt Sané aus. Wendell jetzt. Hat er Platz zum Flanken. Kann er mal flanken. Macht er aber nicht. Immer noch Brandt. Kommt durch der Ball. Brandt. Immer noch Brandt auf der Grundlinie. Legt zurück auf Çalhanoğlu. Die größte Möglichkeit der Leverkusen hier im Spiel. Und die vergibt Çalhanoğlu kläglich. Aus 6-7 Metern. Weit übers Tor. Klasse vorbereitet von Julian Brandt. Das ging ein bisschen zu einfach da. Aus Sicht der Schalker. Und der Ball geht aber klar drüber. Das wäre es gewesen hier. Kurz vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hier den Ausgleich erzielen. Kostet jetzt nochmal Pause. Führung der Schalker geht durchaus in Ordnung. 1-0 durch Elfmeter-Tor von Klaas-Jan Hüntiller. Leverkusen aber kommt mit dem Ball noch nicht ganz so klar. Schalke allerdings zeigt momentan, dass sie besser, eigentlich auch von der Qualität her besser sind, als der bisherige Saisonverlauf es darstellen lässt in der Tabelle. Sie sind in Form, beziehungsweise die Form ist weiterhin aufsteigend und zeigen, wo sie eigentlich hingehören. Im Tableau. So, Heuberg wird zur Halbzeit rausgehen. Für ihn wird, klar, Leon Goretzka kommen. Beide mit 90 Minuten zusammen in der Euroleague. Deswegen heute jeweils 45. Da haben wir Heuberg eher weniger aufgefallen heute. Und Goretzka im Spiel mit pinken Schuhen. Fällt also ganz genau auf hier. Zweite Halbzeit läuft. Schalke, die Gäste von links nach rechts. Auf die Leverkusener Kurve. Sané nimmt Caissara mit. Caissara flankt aus dem Lauf heraus. Leno ist da. Aogo. Kostic. Kampel vor. Aogo. Kostic. Kostic mit der Flanke. Taster. Aber genau auf Goretzka. Goretzka. Zu Hüntelaar. Da ist Goretzka. Klasse rausgespielt. Leon Goretzka. Pablo Feldner kommt das Herzsymbol zur Kamera. Grüßt er vielleicht seine Freundin zu Hause auf dem Sofa. Leon Goretzka. Klasse vorbereitet, klasse rausgespielt. Hier Schalke schlägt zu. Hier, schlecht gemacht von Tah, abgewehrt. Goretzka hier mit dem Pass auf Hüntelaar. Der wartet, wartet. Und dann läuft Goretzka klasse in Position. Läuft klasse durch in den Strafraum. Und netzt ein, eiskalt zum 2-0. Ist das schon die Vorentscheidung? Leverkusen wirkte bislang eher sehr ungefährlich in der Offensive. Sein erstes Saisontor, Leon Goretzka. Ich habe es schon mal gesagt, fast jeder, der hier nicht Klaas-Jan Hüntelaar heißt, macht sein erstes Saisontor. Bis auf Max Meyer, der ist natürlich auch ganz gut bei zuletzt. Also Leverkusen auf Platz 3, ein bisschen eingeschüchtert hier. Man weiß, wie die Bayern noch nicht zu schätzen, dass Schalke eigentlich da oben hingehört. Jetzt der Pass auf Leroy. Sané. Schade. Das wäre es gewesen jetzt. Der Doppelschlag. Leroy Sané. Klasse Einzelaktion. Leno aber früh draußen. Macht sich groß. Und damit schwer da vorbeizukommen. Und jetzt der Wechsel. Ein schnellerer Mann kommt rein. Julian Brandt raus. Eigentlich noch am besten war, finde ich. Karim Bellarabi rein. Abschluss Leno. Weit nach vorn auf Kiesling, den suchen sie jetzt natürlich. Geist ist aber da. Wendell gegen Hüntelaar. Und Leverkusen weiß nicht mehr als hintenrum. Donati. Kampel, der ehemalige Dortmunder. Halbes Jahr da gespielt. Kramer. Wendell.
Alter. Der den bösen Fehler gemacht hat zum 2-0. Jetzt Leverkusen mal hier mit. Ballbesitz. Mit, lassen den Ball laufen. Wendel auf Bellarabi. Nastasic mit ein bisschen Körper und setzt sich durch. So, jetzt Geis. Auf Meier. Max Meier. Übersicht auf Kostic. Aber Donati läuft ihn ab. Kampel. Donati wieder klasse, überragend von Dennis Aogo. Şanoğlu. Bender. Wieder auf Wendel. Der hat ein bisschen Platz. Wendel vorbei an Geis. Immer noch Wendel. Aber dann Bellarabi mit einer unkonzentrierten hier im Spiel. Meier. Sané. Schickt Johannes Geis. Geis ist vorbei. Hat es Platz. Könnte man eine Flanke schlagen. Tut er auch. Auf den Fünfer. Leno ist da. So, und Schalke wird nochmal wechseln. Es kommt Franco Di Santo rein vorne für Klaas-Jan Hünteler. Frischer Stürmer also. Auch Di Santo braucht natürlich die Matchpraxis. Ganz klar. Um so eine Bremer Torgefälligkeit wieder auspacken zu können. Johannes Geis. Johannes Geis abgegrätscht von Şanoğlu. Sané. Will auf Caissara durchstecken, aber abgefälscht in die Mitte. Leverkusen kann den Ball zwar in den eigenen Reihen halten, aber es kommt überhaupt nichts bei raus. Schalke macht das gut, stellt die Räume eng zu, lässt kaum was zu hinten. Und wenn Leverkusen vorne ist, dann fällt ihn auch eher wenig ein. Aber das mal gut gespielt hier. Kampe jetzt mit der Flanke in die Mitte. Jetzt vor Şanoğlu. Goretzka auf Meier. Und jetzt die Bahn frei für Leroy Sané. Klasse, vorbei an Wendel. Sané. Jetzt der Abschluss, Leno. Und da kommt Goretzka. Ball ist im Tor, Doppelpack, Goretzka. Leon Goretzka. Was macht der denn für ein Spiel hier? Eingewechselt worden zur Pause und dann ein Doppelpack. Klasse von Sané hier, die Vorarbeit. Der war schon Tor wert gewesen. Vorbei an Tah. Abschluss Leno, eher schwach in die Mitte und dann pennt Leno einfach. Goretzka mit der Innenseite, dann alle vorbei und Leno dachte vielleicht, der Ball wird irgendwie an von den Köpfen abgefälscht. Denkste, der fliegt tatsächlich hinein ins leere Tor, beziehungsweise ins eher unaufmerksam gehütete Tor von Bernd Leno. Und da steht es 3-0 für Schalke. Die kommen hier echt in Form. Zweites Saisontor für Leon Goretzka. Der Doppelpack ist perfekt. Wechsel ist auch vonstatten. Di Santo drin. Und wir sehen jetzt gleich mal den letzten Wechsel anpeilen hier natürlich. Und zwar Sead Kolasinac für Filip Kostic. Dafür geht Goretzka auf den linken Flügel. Kolasinac auf die 6. Ja, Kolasinac muss sich ein bisschen umgucken. Auf links von her wird es schwer. Goretzka, gut gemacht, auf Geis. Jetzt der Pass auf Sané. Der ist auch fertig, Leroy Sané. Und wieder vorbei, Sané. Mit dem Abschluss und er sitzt 4-0. Jetzt hat er sein Tor. Leroy Sané. Jetzt hat er sein Tor. Macht wieder das Gleiche. Dritte Mal, dass er es so versucht. Hier vorbei an Jonathan Tah, der eine ganz schwache Partie macht. Denn schlänzt er den ins lange Eck. Klasse gemacht von Leroy Sané. 4-0 für Schalke. Das ist am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit hochverdient. Leverkusen ist ausgenockt. Das 2-0, glaube ich, kurz nach der Pause war so ein bisschen der Nackenschlag für die Werkself. Damit hätten sie gar nicht gerechnet. Und jetzt gibt es den Wechsel auf. Filip Kostic geht. Und Kolasinac ist drin. Und es gibt tatsächlich noch andere Torschützen außer Hünteler bei Schalke. Leverkusen fällt fast auseinander, möchte man meinen.
Polinic dazwischen. Goretzka, Ballgewinn gegen Kampel. Der Seitenwechsel mit Geis, jawohl. Kommt auch an. Sané. Wieder Geis. Geis mit dem Auge für Di Santo. Di Santo hat da ganz viel Platz. Schießt ab. Ja, klar, der Stürmer wurmt natürlich. Der will Tore. Hat noch kein Saisontor hier. Goretzka auf Meier. Ah, ta, diesmal hat er ein Auge. Nachspielzeit läuft, ist gleich vorbei. Leverkusen hier heute mit einem ganz schlimmen Tag. Das war's. Schalke gewinnt am Ende in der Höhe. Auch verdient. Krasses Five-Konzert hier in der Bay Arena. 4-0. Der höchste Saisonsieg für Schalke und sie schießen Tore. Ist ja nicht zu fassen. Und so mal unter uns. Ich glaube, ich sollte eine Stufe wieder höher gehen. Leon Goretzka, Mann des Tages. Zur Halbzeit eingewechselt. Und macht zwei Tore, bringt Schalke hier auf die Siegerstraße, hier kurz nach der Pause, in der 49. mit seinem 2:0 und dann in der 77. mit dem dritten Tor, seinem zweiten, und da kann er sich natürlich Glückwünsche abholen, Leon Goretzka. Na, so ging's los natürlich, Unglücksrabe Lars Bender mit der Grätsche gegen Johannes Geist, früh in der Partie, da gab es den Elfmeter für Hünter, der sich noch verwandelt. Da, Leon Goretzka, klasse Leistung. Lange ist er abgetaucht gewesen. Zwei Schüsse insgesamt nur für Leverkusen. Nicht einer ging aufs Tor, keine Gefahr für Ralf Fährmann. So kann es auf jeden Fall weitergehen für Schalke. Und jetzt mal wieder ernsthaft, Leute. Ich muss, glaube ich, wirklich wieder hochstellen. Und gucken, wie lange das gut geht und ob das gut geht. Gegen Hannover 96. Haben wir echt an einem Montagabend gespielt, Leute? Haben wir echt an einem Montagabend gespielt? Nee. Oh, der hat so, nee, hier ist der erste. Doch, Montagabend. Ach, Montag. Warum haben wir Montagabend gespielt? Was ist das für ein Quatsch? Naja. Hannover, dann kommt Alltag. Dann Pokal gegen Freiburg. Und dann Hoffenheim. Und dann ist Winterpause. Und dann geht schon früh weiter am 1. Januar. Also, ranhalten. Komischerweise wieder ganz andersrum, als es eigentlich war, ne? Oder ist das hier erst der 17. Spieltag? Nee, kann mir nicht vorstellen. Da ist dann Werder Bremen. Wir haben jetzt 14 Spiele rum, ne? 14, 15, 16. Ey, ernsthaft. 17. Spiel im Januar. Ey, dieser Spielplan von FIFA, er ist überragend. Jedes Mal, jedes Jahr wundere ich mich. Aber warum wundere ich mich noch? Das ist FIFA einfach nicht zuzutrauen. Wenn sie schon den FM nicht mehr machen, können sie hier jetzt ein bisschen Herzblut reinstecken. Meine ehrliche Meinung dazu. Oh, erstmal Training. So, für Enriquez. Er hat's nötig. Chancenerarbeitung. So, nächste Übung. Gibt es dann natürlich für Leroy Sané. Durchsetzen. Da kann er ein bisschen zulegen. So, dann haben wir noch. Klar, Vadio. Er muss auch durchsetzen vor allem. So, Mittelfeld. Nehmen wir mal Max Christian, dass man einen Stärkepunkt dazu kriegt. Ich weiß, er hat keinen Dings vom Star. Defensiv 1 gegen 1. Und dann haben wir noch Mittelfeld, Innenverteidiger, Nastasic, Thilo Kehrer, nehmen wir noch dazu. Zack. Und dann simulieren. Ja, 3, 2, 1, go. Und, oh, Thilo Kehrer mit einer Note B, super. Christiansen mit einem Stärkepunkt erhöht, sehr schön. Stärke 64 jetzt. Vadio auch in Ordnung. Na gut, in Ordnung, ich hatte die schlechte Leistung heute. Aber okay, kann man durchaus mit zufrieden sein mit dem Training hier. So. Dann gehen wir weiter. Geht nämlich gegen Hannover 96. 15. Spieltag. Wir schauen auf die Mails. Aktuell ist England, aktuell ist Deutschland. Und hier haben wir noch Leon Goretzka. Ja, klar. Du wirst natürlich spielen. Werde ich gleich machen hier. Dass ich das nicht vergesse beim nächsten Mal. Dass ich das nicht vergesse beim nächsten Mal. Zack. Leon Goretzka. Klasse Partie. Doppelpack. Super. Aber wie gesagt, Leute. Ich stelle natürlich eine Schwierigkeitsstufe höher nächstes Mal. Von daher hoffe ich trotzdem, dass das Video gefallen hat, wie immer. Natürlich immer wieder gerne Daumen nach oben, damit zeigt ihr mir, dass ihr Bock habt und dass ihr das wirklich, dass ihr wirklich darauf abgeht. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Wäre sehr, sehr, sehr nice, uns mal zusammen wie alle anderen YouTuber. Nice. Ah, blöde Schleimnase. Immer noch.
Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Euer Hansa-Fan.